Ich glaube, das ist die größte One-Click-Niederlage, die ich bis jetzt hatte. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Playgeldon. Und der Rix ist auch dabei. Moin. In der heutigen Folge werden wir die One-Click-Challenge machen. Ich glaube, ja, ihr müsstet die eigentlich kennen und deine Zuschauer kennen die auch schon, oder? Ich hab's noch nicht gemacht, aber ich denke mal, es kennt man. Also wir greifen eigentlich den ersten Gegner direkt an und wer dann Map Sterne holt. Nach drei Angriffen. Genau. Bist du bereit, oder? Ja. Ja, ich mach nur schnell in den Kasernen meine Bogenschützen direkt nach, damit ich da nicht so lange warten muss. Jo, passt. Aber benutzen wir nicht, Helden dürfen wir benutzen. Genau, ich habe jetzt eh keine Zauber dabei, deswegen... Passt es schon. Jo. Also wollen wir 3, 2, 1, go. Go. Mal gucken, was ich für ein Gegner habe. Ja, geht. Ist jetzt eine Sache, ne? Also mein Gegner... Kann man so sagen, ist ein Tauner Level 10er. Okay. Ich habe Rathaus 7. Das ist so unfair. Ein Drache aus der Klarenburg, super. Mir hat er nichts in der Clanburg. Komm. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus bei mir. Helden. Ich glaube, ich sollte den erstmal ausnocken, ey. Helden setze ich erstmal nicht so. Ah, zwei Riesenbomben, verdammt. Aua. Ah, das tut weh, das tut echt weh. Aber wie soll ich das denn... Oh, ey, ich habe wieder das Glück, direkt einen Town Level 10 also bekommen, ey. Ja, wer es verdient hat, hat es verdient, Alter. Hä? Lappen. Ja, dafür bin ich ja da, um deine Wichse aufzufüllen. Genau, okay. Alter. Alter, die Frage ist, komme ich da jetzt noch weiter rein? Ja, du hast einen Tunnel Level 7er, Mann. Beschwer dich nicht. Ja. YOLO, 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 YOLO. Oh. Komm, Queen. Reiß was, reiß was. Aber ich muss ihn setzen, leider, verdammt. Zünden. Der Multi-Inferno drischt jetzt drauf. Barbarenkönig zünden. Komm, 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 komm. Oh. Gott sei Dank. Sorry, so, ich das muss jetzt auch mal zünden. Gut geklappt. Naja, eigentlich nicht. Da kommen schon. Aber mein King hat ziemlich viel Leben verloren. Das ist scheiße. Okay. Ja, mein Angriff ist vorbei. Okay, ja, meiner gleich auch. Aber jetzt gebe ich auf, so, zack. Ja, bin ganz zufrieden. Ja, ich eigentlich nicht. Jo, wir machen dann mal einen kurzen Cut, bis die Truppen wieder fertig sind, ne? Genau. Jo, das passt. Und bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder. So, und das sind wir wieder. Unsere Truppen sind jetzt fertig und wir können eigentlich direkt wieder den neuen Angriff starten, oder? Jo, können wir machen. Also ich befinde mich schon in Angriffskarte. Okay, 3, 2, 1, go. Go. Mal gucken, was... Bitte habe ich jetzt... Natürlich habe ich kein Glück. Ah, jetzt... Ich habe auf jeden Fall einen besseren. Aber es geht noch. Welche Rathausstufe? 8. Ja, ich habe 9 erwischt. Okay. Ja, aber beides schon mal besser. Also... Bei mir eher besseres Rathauslevel und bei dir eins niedriger. Ist ja schon mal was. So, komm. Jetzt hat er auch noch Clanburg-Truppen hier gehabt. Ich habe jetzt auch nur meine Queen dabei, weil mein King noch nicht ganz hergestellt ist. Aber okay. Wenn du beides hast, darfst du natürlich beides verwenden. Ja, habe ich nicht. Die sind beide down gegangen im letzten Kampf. Okay, dann ich habe meine Queen zum Glück noch. Okay. Alle Minenwerfer geht nicht. Ey, der hat eine Klarenburg. Und Zauber können wir leider nicht benutzen. Ich hätte einen Giftzauber dabei, aber ja gut. Ich habe. Oh, das darf nicht wahr sein. Wenn... Hat man Giftzauber bei Zauberfabrik Level 1 oder 2? 1. 1, ja. Haben wir nicht gebaut? Musst du machen. Ja doch, hab ich schon. Ich mach sie gerade auf 2. Hä? Ich mach sie gerade auf 2. Achso. Ja. Komm, die Queen muss da noch was reißen. Okay. Also den Unterschied, den merkst du wirklich. Ja, ich könnte es auch machen, aber ich hab noch die Schweinereiter und möchte dann erst die Queen auf 9 machen. Okay. Ja, also mein Angriff ist vorbei.
Meine Queen läuft jetzt außenrum, jetzt kann ich auch aufgeben. Jawohl. Also ich bin auch fertig. Ja, und bei mir läuft's überhaupt nicht. Ich würde sagen, wir machen wieder einen kurzen Cut und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da wären wir wieder bereit für den letzten Angriff. Mal schauen, ob ich was im letzten reißen kann. So. Bist du bereit? Jo, ich bin auch bereit. So, 3, 2, 1, go! Go! So. Ach, COC. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab einen Rathaus 9er, Alter. Ja, ich hab einen 10er. Okay. Heißt, ich hatte 10, 9 und 10. Ja, und ich 7, 8, 9. Ah, hier werde ich sowieso kaum was reißen können. Und wenn der noch eine Klamburg hat, dann... Ja, ich muss hier wahrscheinlich auf den Stern gehen. Und das wird selbst eng. Wird ja auch nur auf den Stern gehen. 2 ist unmöglich mit Only Bogenschützen. So, versuchen wir mal hier rundum irgendwas zu reißen. Weiß, ich verliere die Challenge sowieso. ja, mal sehen vielleicht, aber ich werde jetzt hier auch nicht so großartig reißen können jetzt. So. Ja, aber ich werde auch beinahe nichts reißen können. Seine X-Bows stehen relativ weit außen, Inferno-Türme auch schon relativ weit außen und wenn dies der Fall ist, kann man schwer die Außengebäude abfarmen. Ja, ich bin schon fertig mit dem Fight. Ich glaube ich auch. Oh Mann, ey. Kannst dir denken, was bei rausgekommen ist. Ich glaube, das ist die größte One-Click-Niederlage, die ich bis jetzt hatte. Okay. Ja, ich beende. Ich habe nur noch einen Giftzauber übrig. So. Okay, also wollen wir... Bist du fertig? Ja, Moment. Wie viele Sterne hast du insgesamt geholt? Nee, ich hab's nicht gehört, wirklich. Beim ersten Angriff, wie viele Sterne hast du da geholt? 2. Ich hab einen geholt. Wie viel hast du beim zweiten geholt? Einen. Ich hab 0 geholt. Wie viel hast du beim dritten geholt? 0. Ich hab auch 0 geholt. Das heißt, ich hab 3 Sterne und du 1. Ja. Okay. 3-1. Das bedeutet ein Sieg für mich. Ja. Und ich hätte gesagt, soll ich machen? Ja. Wir überlegen uns kurz eine. Jo. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Ich habe mir jetzt eine schöne Bestrafung für den Player Gashon überlegt. Und zwar kann er sich ein Glas Cola einschenken. Und dazu nimmt er dann ein bisschen Essig, Salz und Pfeffer und natürlich ein leckeres Chili-Pulver. Ah, fuck. Und das Ganze kannst du dann noch trinken. Gönn dir auf jeden Fall. Gönnung. Weißt du, danach habe ich wahrscheinlich nie wieder Bock auf Cola. Ja, wahrscheinlich. Und, so, das war's mit der heutigen One-Click-Folge, oder? Ja. Meine Zuschauer, falls ihr Rick sind und nicht kennt, Link ist ganz oben in der Beschreibung. Schaut einfach mal vorbei. Täglich COC-Videos, ne? Ja, genau. Jo, das passt. Und natürlich auch an meine Zuschauer. Schaut beim Player genau vorbei, unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.